Heute gebe ich dir drei Tipps, wie du deine Mixe schnell verbessern kannst. Und wir starten genau jetzt. Du bist nicht zufrieden mit deinen Ergebnissen beim Musikmischen lernen. Du schaust dir unzählige Tutorials an über Mixing, du liest dir unzählige Fachartikel durch, aber deine Mixe werden einfach nicht besser und du fragst dich, gibt es nicht Möglichkeiten, wie ich meine Mixe, wie ich meine Musikproduktion schnell verbessern kann? Ja, die gibt es und drei davon erkläre ich dir heute in diesem Tutorial. Ich lese dir mal kurz eine E-Mail vor, die ich diese Woche bekommen habe. Chris hat mir geschrieben, ich schaue mir pro Woche bestimmt 3 Stunden lang Videotutorials über Mixing an und ich lese auch viele Fachartikel, aber meine Mixe werden einfach nicht besser. So wie Chris geht es vielen und sie machen alle einen großen Fehler und das ist, sie lernen nicht effektiv. Und damit komme ich zu Tipp Nummer 1, wie du deine Mixing-Skills schnell verbessern kannst. Und der ist, du musst mehr abmischen. Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich offensichtlich und ziemlich banal, aber das ist genau der Fehler, den wirklich viele machen, denn sie glauben, sie könnten Mixing durch das Anschauen von YouTube-Tutorials lernen, aber das geht nicht. YouTube-Tutorials sind nicht das große Ganze. In YouTube-Tutorials oder in Fachartikeln bekommst du immer nur einen Wissensschnipsel hier und da, wie du hier und da in diese Situation ein Problem lösen kannst, aber du lernst nicht das große Ganze und am wichtigsten ist, du kannst Mixing nicht theoretisch lernen, das ist einfach nicht möglich. So wie bei vielen anderen Sachen auch nicht. Du kannst auch nicht kochen theoretisch lernen, ja? Du kannst nicht kochen lernen, indem du dir Rezeptbücher durchliest. Du lernst kochen, indem du viel kochst, mal was anbrennen lässt und es wieder probierst und irgendwann bekommst du Routine und wirst immer besser und irgendwann kannst du dann gut kochen. Den zweiten Denkfehler, den viele machen, ist, dass sie glauben, wenn sie sich teureres Equipment kaufen, teurere Plugins kaufen, dann werden ihre Mixe besser. Aber auch das ist ein riesengroßer Denkfehler, denn ein Fahranfänger fährt ja auch nicht besser Auto, nur weil er in einem Auto sitzt, das 80.000 Euro kostet. Deswegen misch so viel ab, wie nur geht, denn nur durchs Mischen wirst du tatsächlich irgendwann ein besserer Mischer werden und werden auch deine Mixe besser werden. Ich habe einen Vorschlag für eine kleine Challenge für dich, für nächste Woche. Für jede Stunde, die du Mixing-Tutorials auf YouTube schaust, mischst du eine Stunde ab. Wie wär's damit? Deal? Hier noch ein kleiner Bonustipp für dich, falls du nicht an Mixing-Projekte kommst. Es gibt im Internet, gibt es Online-Foren und es gibt Plattformen, wo du dir Multitrack-Sessions runterladen kannst. Also Mischprojekte, die einzelnen Spuren beinhalten, die du abmischen kannst. Den Link zu solchen Foren, zum Beispiel zu Telefunken, habe ich dir unten verlinkt. Da kannst du draufklicken und dann kannst du dir kostenlos Multitrack-Sessions zum Mischen üben runterladen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 2 und der ist, suche dir einen Mentor. Du kannst Folgendes machen, du kannst versuchen, in deiner Umgebung irgendwo ein Tonstudio anzuschreiben und zum Beispiel zu fragen, ob du mal 2 Tage oder für ein Wochenende vorbeikommen kannst und dort Fliege an der Wand spielen, also einfach zuschauen, wie sie einen Mix aufnehmen, wie sie das Recording machen oder wie sie tatsächlich auch was abmischen. Hier ein kleiner Tipp für dich, schreibe nicht irgendwie ein riesengroßes Studio, also die Hansa Studios in Berlinern oder so, die werden keine Zeit für dich haben. Also schreib nicht die riesengroßen Namen an. Versuch irgendwelche mittelgroßen Soundstudios oder Tonstudios zu finden, die vielleicht schon ein paar regionale Künstler, die ein bisschen größer sind, produziert haben. Und frag einfach mal, ob du da mal vorbeikommen kannst. Die werden eher bereit sein, dass du dich mal reinsetzen darfst, wenn vielleicht ein bisschen weniger los ist, um dir auch was zu erklären. Wenn du hier gar niemand findest, dann kannst du das natürlich auch online machen. Du kannst deinen Mentor online suchen. Und hier ist es ganz wichtig, dass du dir einen Mentor raussuchst, der ein Mixing-System hat, dass du verstehst und das dir gefällt. Zum Thema Mixing-System sage ich gleich am Ende noch was. Und von diesem Mentor kannst du mal schauen, ob es da irgendwie einen Mixing-Kurs gibt oder ein bisschen mehr als nur diesen YouTube-Schnipsel, wo du nur so einen Ausschnitt lernst und das große Ganze nicht lernst. Es ist jetzt egal, ob du jetzt meinen Mixing-Kurs buchst, den habe ich unten verlinkt, aber versuch möglichst an so ein Intensiv-Tutorial von so einem Mentor zu kommen, der dir gut gefällt, dass du dem mal eine Stunde lang oder 4 Stunden lang vielleicht sogar virtuell über die Schulter schauen kannst, denn dadurch lernst du auch unglaublich viel und vor allem unglaublich viel mehr als durch das Lesen von Fachartikeln oder wie gesagt YouTube-Tutorials. Übrigens, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Also kommen wir zu Tipp Nummer 3 und der lautet, hol dir Feedback. Ja, und tatsächlich gehört da ein bisschen Mut dazu, denn wir alle hören nicht so gerne Kritik an unserer Arbeit und deswegen möchte ich dir auch hier ein paar Tipps dazu geben. Also, Feedback holen ist so eine Sache, das kommt immer drauf an, wie zart beseitet du bist oder wie viel Selbstbewusstsein du hast und gerade Mixing oder auch, das gilt ja auch für Songwriting, hier die ganzen Tipps hier, gerade bei seiner eigenen Arbeit, wenn man die beurteilen lassen muss, dann ist man oft etwas dünnhäutig und deswegen gebe ich dir folgenden Tipp,
Lass deine Mixe nicht beurteilen in irgendwelchen großen Recording-Foren. Kleine Geschichte von mir dazu, ich habe das vor 12, 15 Jahren mal gemacht, als ich von der Live-Musik dann zum Mixing kam und habe ganz stolz meinen allerersten selbstgeschriebenen oder selbstgemischten Song, meine erste Musikproduktion, habe ich dort vorgestellt in so einem Forum und ich bin mit Hass, Spott und Hohn überschüttet worden. Also es war ganz schlimm, es gab sehr, sehr viele nette Kommentare und auch hilfreiche Kommentare, aber viele haben das einfach komplett verrissen. Es war auch noch nicht gut, wie gesagt, das war mein erster Mix damals. Aber gnadenlos sind dann so einige Spaßvögel, sag ich mal, über meinen Mix hergefallen. Und das ist nicht wirklich gut und das macht auch keinen Spaß und ist oft auch nicht konstruktiv. Viel effektiver sind zwei Arten von Menschengruppen, die dir hilfreiches Feedback geben können. Und das sind erstens mal deine Freunde und Bekannte, vielleicht auch deine Familie, die keine Ahnung von Musik haben, die einfach ganz normale Musikkonsumenten sind. Die können dir ehrliches Feedback geben, wie es auch ein ganz normaler Zuhörer einen Song wahrnimmt und wie der deinen Mix oder deinen eigenen Song wahrnimmt. Sie hören einfach aus dem Bauch heraus, was ihnen gefällt oder was ihnen nicht gefällt. Und das ist ganz, ganz wichtiges Feedback für dich, denn wenn die sagen, der Mix, der gefällt mir irgendwie nicht, der ist irgendwie nicht laut genug, so wie der Song von meiner Lieblingsband oder das Schlagzeug ist da viel zu leise oder der knallt nicht so oder der ist zu langsam, dann hast du schon sehr viele wertvolle Hinweise, warum dein Song nicht gut sein könnte oder warum dein Mix nicht gut ist, was daran noch nicht richtig funktioniert. Und deswegen frag einfach Freunde und Bekannte, denen du vertraust, die aber so ehrlich sind, dir ihre ehrliche Meinung über deinen Mix zu sagen. Frag die, das ist sehr, sehr wertvolles Feedback und da bekommst du sehr viel über deine Arbeit raus. Die Gruppe 2 sind Freunde und Bekannte, die selber in der Musikproduktion sind und die was davon verstehen. Die können dir jetzt die andere Art von Feedback geben und das ist das fachliche Feedback. Das ist auch sehr, sehr wichtig und das fachliche Feedback ist praktisch die Ergänzung zu dem Gefühlsfeedback, das der normale Zuhörer hat. Die können dir sagen, hey, ich finde, du hast in den Höhen da irgendwie ein bisschen viel reingemischt oder da fehlt Bass. Oder wenn es um Songwriting geht, hey, irgendwie, da ist nicht genug Dynamik in einem Song, da fällt der Spannungsbogen. Die können dir fachlich wichtige Kritik an deinem Song geben. Also konzentriere dich auf diese beiden Personengruppen, denn die können dir am meisten weiterhelfen. Ganz wichtig und ganz entscheidend ist auch das Mixing-System, das ich weiter vorher angesprochen habe, als es um Mentoren ging. Also such dir jemand, der dir das richtige Mixing-System oder das Mixing-System erklären kann, das dir am besten liegt. Wenn du dich für mein Mixing-System interessierst, dann lege ich dir mein E-Book Speed Mixing ans Herz. Da erkläre ich dir in 10 einfachen Schritten meine 10 Mixing-Steps, wie ich an einen Mix herangehe, von vorne nach hinten durch und vor allem, wie ich sehr schnell und zügig durch einen Mix gehe, um mich nicht in unnötigen Details zu verheddern. Da kannst du hier unten auf den Link klicken oder hier oben auf dem Reiter, das kannst du dir kostenlos runterladen. Wenn du dir diese 3 Mixing-Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, zu Herzen nimmst, dann verspreche ich dir, dass sich deine Musikproduktion schon in wenigen Wochen verbessern werden. Wichtig ist nur, dass du ins Tun kommst, dass du aktiv wirst. Wenn du noch mehr Mixing-Tipps haben möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video. Da gebe ich dir die 12 wichtigsten Mixing-Tipps, die du unbedingt wissen musst, wenn du Musik produzieren möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!